Aufwind für kommunale Kinder- und Jugendbeteiligung in Ostdeutschland. Warum war das mein Thema? Wir machen das ja hier im Rahmen des Bundeskongresses Kinder- und Jugendarbeit. Wir hatten das dort auch als Thema eingereicht. Und es gab jetzt die Möglichkeit, dieses Community-Events zu machen, haben wir das eingereicht. Meine Beobachtung in den letzten Jahren ist, dass Kinder- und Jugendbeteiligung für Politiker immer wichtiger wird, für Verwaltung immer wichtiger wird. Und es ist ein Thema, ist was uns bewegt, weil es auch eine Frage ist, wie lernen Kinder und Jugendliche Demokratie? Und es gibt zumindest in einigen, also in den ostdeutschen Bundesländern, werden dafür Kompetenzlandeszentren, Servicestellen aufgebaut, die Kinder- und Jugendbeteiligung fördern sollen, zum Teil auf kommunaler Ebene, zum Teil auch darüber hinaus. Und gleichzeitig, und deswegen auch das Fragezeichen, gibt es auch immer die Tendenz, dass Jugendarbeit an sich hinterfragt wird. Also wie viel Geld soll es denn überhaupt noch für Jugendarbeit geben? Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Ist es überhaupt Ländersache, Bundessache? Ist es nicht kommunale Sache? Und das würde ich so gerne ein bisschen ins Gespräch bringen. Und dafür habe ich mir eingeladen und bitte zu entschuldigen, dass wir in dem Fall wirklich alle Männer sind, weil ich eingeladen habe und die Leiter der Kompetenzzentren eben und Servicestellen eben auch Männer sind. Und ich nehme alle Kritik ernst und ich werde mich das nächste Mal wirklich um eine weibliche Co-Moderation noch mehr bemühen als dieses Mal. Für heute habe ich es jetzt nicht mehr geschafft. Habe ich mir jedenfalls die Leiter eingeladen, das einmal, jetzt muss ich lieber sicherheitshalber nachgucken, weil die heißen in jedem Bundesland anders. Einmal ist das Benjamin Ollendorf vom Landeszentrum Jugendkommune Sachsen-Anhalt. Vielleicht winkst du mal kurz oder sagst was? Hallo, schöne Grüße. Wunderbar. Dann haben wir Norbert Hanisch von der Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung Sachsen. Korrekt. Schöne Grüße aus Dresden. Hallo in die Runde. Und Dominik Kringler, Kompetenzzentrum Kinder- und Jugendbeteiligung Brandenburg. Hallo und herzliche Grüße auch von mir. Ich begrüße euch auch ganz herzlich. Ich freue mich, dass ihr hier seid und euch einlasst auf die Diskussion. Und würde euch, bevor ich so eine kurze Fragenrunde habe mit wirklich ganz knackigen Fragen, kurz bitten nochmal, dass ihr euch und eure Einrichtung vorstellt. Also vielleicht ein Satz zu euch. Wer seid ihr? Und was ist eure Rolle im jeweiligen Bundesland oder in der kommunalen Verankerung? Und wie seid ihr aufgestellt? Fangen wir vielleicht mal andersrum an mit Dominik. Okay, ja, ich bin Dominik Ringler, von Hause aus Sozialwissenschaftler und Sozialpädagoge und arbeite im Kompetenzzentrum für Kinder- und Jugendbeteiligung in Brandenburg. Wir sind eine Einrichtung, die vom Land dafür finanziert wird, Kommunenträger und aber auch Kinder und Jugendliche und deren Gremien zu beraten und zu begleiten, um das Recht auf Beteiligung sozusagen auch durchzusetzen. Wir teilen uns auf in zwei Fachstellen. In der Fachstelle, also in der kommunalen Fachstelle, arbeite ich mit zwei Kollegen, Kolleginnen zusammen und wir sind sozusagen eher für den kommunalen Bereich und die landesweiten Themen zuständig. Und dazu gibt es bei uns noch die Fachstelle für Beteiligung in den erzieherischen Hilfen. Dort berät und begleitet eine Kollegin sozusagen die Träger der erzieherischen Hilfen. Sie führt einmal im Jahr das Dialogforum für Jugendliche aus den erzieherischen Hilfen durch und begleitet auch den Kinder- und Jugendhilfe-Landesrat. Das sind 10 Jugendliche, die auf Landesebene sozusagen die Interessen junger Menschen aus den Einrichtungen der Jugendhilfe vertreten. Danke. Norbert, magst du weitermachen? Das mag ich gern. Ja, ich bin Norbert Hanisch. Ich bin seit 2016 in der Servicestelle, also so ziemlich von Beginn an des Projekts, erst als Mitarbeiter, jetzt seit 2018 in der Projektleitung. Und die Servicestelle ist ein landesweit und explizit auch trägerübergreifend arbeitendes Projekt, was Kinder- und Jugendbeteiligung stärken möchte. Das steckt schon so ein bisschen im Namen. Unser Fokus sind in erster Linie Erwachsene, also Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe, genauso wie politische Entscheidungsträger, Mitwirkende in AGs und Netzwerken. Also wir arbeiten primär nicht mit Jugendlichen oder konzipieren keine Angebote für Jugendliche, sondern weil im Zuge der Konzepterstellung, die auch schon sehr partizipativ gelaufen ist in Sachsen, die Rückmeldung war, es gibt viele gute Akteure, Projekte etc., die mit Jugendlichen arbeiten und da brauchst noch nicht den 1000ersten, der das auch noch macht, sondern so eine identifizierte Lehrstelle war, so ein Unterstützungsangebot für Erwachsene bereitzustellen. Und das machen wir und haben im Wesentlichen so 3 Schwerpunkte. Also wir kümmern uns um so Kompetenz- und Wissensvermittlung. Also da geht es um Settings von kollegialer Beratung, um Ermöglichen von kollegialem Austausch zu Herausforderungen im Feld der Kinder- und Jugendbeteiligung.
Also alles was, ne, um das Feld Beratung, Vernetzung, Weiterbildung. Dann so ein Stück weit unsere Aufgabe auch in Richtung also politisch-thematischen Lobbyarbeit, also zu sensibilisieren für das Thema, also so eine Art Grundrauschen zu erzeugen, im besten Falle, dass das Thema dort auf der Agenda steht, wo es hingehört. Und das ist nicht in wenigen Bereichen der Fall. Und so der dritte Schwerpunkt ist so ein Stück weit so eine Art Think Tank, sage ich mal. Das ist ein großes Wort, aber da geht es darum im Grunde, dass wir stetig im Austausch sind mit den Akteuren und gucken, was nehmen wir wahr in Sachsen, aber auch über Sachsen hinaus, um dann zu gucken, was können sinnvolle Ableitungen für das Handeln sein? Also im Grunde das Thema stetig weiterzuentwickeln. Genau, und aktuell sind wir, du hattest es in der Anmod schon gesagt, sind wir ziemlich gut besetzt. Wir können, also wir werden mit aktuell 6 VZE gefördert. Das ist gut, aber wir merken auch, dass es das braucht. Da kommen wir vielleicht dann aber auch nochmal bei dem Punkt drauf, was es heißt, dass Thema politisch zu wollen und dann aber andererseits auch dafür zu sorgen, dass es in der Praxis gut umgesetzt werden kann. Deswegen würde ich hier erstmal einen Punkt machen. Danke. Benjamin. Ja, vielen Dank. Benjamin Ollendorf. Ich bin jetzt sozusagen als Geschäftsführung mit in der Leitung vom Landeszentrum Jugend und Kommunen in Sachsen-Anhalt, vertrete hier die Kolleginnen, vor allen Dingen Maria, Franzi und Isabel, die in Elternzeit Urlaub und krank sind gerade. Schöne Grüße an alle. Genau, Sachsen-Anhalt hat sogar eigentlich mehrere Instanzen oder Träger, die Jugendbeteiligung im Land voranbringen. Das ist vor allen Dingen auch der Landeskinder- und Jugendring, Michael Ebert ist ja auch da, die mit dem Projekt Jugend macht Zukunft das landespolitische und auch auf Regierungsebene mit den Ministerien und so weiter, also da Beteiligung aufbauen, also quasi eine Telefonleitung zwischen der Jugend im Land und der Landesregierung, eine Dialogstruktur entwickeln. Wir haben für einzelne Bereiche auch noch Beteiligungsprojekte, FFP Media zum Beispiel, die ja für den digitalen Bereich und digitale Beteiligung sind und auch noch andere. Und wir vom Landeszentrum Jugend und Kommune haben vor allen Dingen den Schwerpunkt sozusagen den Aufbau der kommunalen Kinder- und Jugendbeteiligung in Sachsen-Anhalt zu unterstützen. Und wir vertreten auch ein Netzwerk, wie zum Beispiel dich, Tobias und Katrin Teger. Also wir haben auch arbeiten eng mit sehr erfahrenen Kommunen zusammen, wie Magdeburg, mit anderen Instituten wie der Evangelischen Akademie, um das sozusagen Konzept habt auch voranzubringen und auch mit den Kommunen. Genau, und haben da verschiedene Bausteine drin. Zum einen eine Qualifizierung, also es können sich Menschen aus Kommunen ausbilden lassen. Wir nennen das Beteiligungsmoderation, also sie können sozusagen sich qualifizieren. Da haben wir in diesem Jahr, und zum Beispiel Betty ist ja auch hier im Chat, haben dieses Jahr 16 Personen teilgenommen aus, glaube ich, 10 Kommunen. Wir können alle 2 Jahre über das Landeszentrum sogenannte Pilot von Kommunen, haben wir das genannt, vergeben. Das heißt, die Kommune kann eine finanzielle Unterstützung erhalten, um sozusagen das Ganze aufzubauen vor Ort. Und das ist ziemlich gut. Und wir haben aber auch, und da ist wieder die Frage, mit wem arbeiten wir? Vor allen Dingen mit denen, die Beteiligung ermöglichen müssen, also die Verantwortlichen, die Erwachsenen, die Verwaltungen etc. Aber auch bieten auch Formate an für Jugendliche, die schon in Beteiligungsformaten sind oder rein wollen oder da initiativ werden wollen, damit auch die Unterstützung haben vom Landeszentrum. Und wir beraten natürlich einzelne Kommunen auch darüber hinaus. Genau. Ja, war das deine Frage? Mhm. Ja. Danke erstmal bis dahin. Also was sich rausstellt, ist bei allen, glaube ich, die Erwachsene stark im Fokus sind, sozusagen auf der Landesebene und nicht weniger die direkte Arbeit mit Jugendlichen. Ne? Das ist sozusagen, glaube ich, ein Grob, was wir festgestellt haben. Ich habe, wie gesagt, ein paar Stichworte vorbereitet und würde euch einfach bitten, die Sätze zu vervollständigen. Ich weiß nicht, in welcher... Wir machen das vielleicht einfach nochmal in derselben Reihenfolge wie eben, also Dominik, Norbert, Benjamin, und ich sage einfach immer den Anfang und ihr ergänzt den Satz einfach. Jugendbeteiligung ist? Ein langer Weg. Vielfältig und individuell, komplex, aber machbar. So steht es auf unserem Roll-Up. Und da ist was dran. Ja. Das ist auch noch so ein guter Spruch. Wichtig und eine gute Sache für die Jugendlichen, aber auch für die Kommunen vor allen Dingen. Jugendliche in Ostdeutschland haben ihre eigene Biografie und ihre eigenen Lebenswelten.
sind enorm vielfältig, aber wachsen doch vielleicht in einem bestimmten Kontext auf, der sich ein bisschen unterscheidet aus seiner Geschichte heraus als der alten Bundesländer. Sind für sich genommen gar nicht so viel anders als Jugendliche in Westdeutschland. Corona bedeutet für Jugendarbeit? Eine Umstellung althergebrachter Ansätze und Methoden und ein Brennglas sozusagen für die Probleme junger Menschen. Corona bedeutet für die Jugendarbeit, glaube ich, ein Bewusstwerden dessen, wie schnell es von der Fläche gewischt wird. Also es macht deutlich, dass es in der Gesellschaft, in der politischen Agenda viele andere Themen gibt, die weiter vorn stehen. Ja, Umdenken und je nachdem, wo und wer, wahrscheinlich entweder mehr Hürden oder mehr Chancen, je nachdem. Mein Bundesland, also Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg. Ist sehr vielfältig. Ist ein schönes Bundesland. Pusht mittlerweile Kinder- und Jugendbeteiligung, glaube ich. Ein Kompetenzzentrum im Land bedeutet? Im besten Sinne eine Unterstützungsstruktur für lokale Akteure und indirekt sozusagen auch eine Hilfestellung für junge Menschen. Da bin ich bei Dominik, ist eine wichtige Instanz, um politischem Willen auch Ausdruck zu verleihen, sollte aber nicht dazu verleiten, als Feigenblatt genutzt zu werden, so nach dem Motto, wir haben ein Zentrum, eine Servicestelle und da können wir einen Haken an das Thema machen. Ja, schafft eine ansprechbare Instanz, eine Beratungsinstanz, ich glaube, eine wichtige Unterstützungsinstanz, auch wenn es dann nicht in Feigenblatt ausarten darf. Und ich glaube, bietet auch eine Plattform für die vielen Einzelnen, denen das Thema wichtig ist und die das Thema in ihren Kommunen oder in ihren Bereichen voranbringen wollen. Und für die ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass diese Plattform zu haben, auch diesen Austausch zu wissen, sie sind nicht alleine verrückt in ihrem Bereich, sowas zu wollen. Ja. Jugendbildung ist? Wichtiges Element und Grundlage sozusagen auch für Beteiligungsprozesse. Jugendbildung ist unverzichtbar, um ein demokratisches Fundament für unsere Gesellschaft zu legen und Jugendbeteiligung spielt da eine wichtige Rolle. Hm. Jugendbildung, ich mache mal ein bisschen den Ketzer, ist, glaube ich, ein wichtiges Nebenprodukt von Beteiligung, darf aber nicht die Voraussetzung sein. Okay. Corona bedeutet für Jugendliche? Eine Umstellung ihrer Gewohnheiten auf jeden Fall, ein Infragestellen von Freundschaften und Lebenswelten. Ja, in erster Linie ein Wegfallen bekannter sozialer oder notwendiger sozialer Kontakte, Muster, aber auch Netze, so, also sozialer Netze. Ja, müssen wir jetzt Jugendliche fragen. Ja. Ich glaube, für die einen wahrscheinlich ein Gewinn an, war das der Lockdown vielleicht vor allen Dingen ein Gewinn an Freizeit, neuen Möglichkeiten, auch Entspannung und mal Sachen zu tun, für die vorher keine Zeit war. Auch neue Freiräume zu gewinnen, für die anderen aber genau das Gegenteil. Also ein Stück weit Entmachtung, mehr Stress, mehr Probleme. Okay, wir sehen, Jugendliche sind und Jugendbildung und Beteiligung ist herausgefordert durch Corona. Und es war ein bisschen so, die Frage Ostdeutschland war 2-1, wie unterschiedlich die Ostdeutschen sind. Können wir auch nochmal mit aufnehmen. Ich würde trotzdem jetzt erst nochmal gucken, wie steht es denn eigentlich um die Kinder- und Jugendbeteiligung in den drei Bundesländern. Also ich glaube, es gibt so drei Ebenen, die mich interessieren. Das eine wäre die Finanzierung. Seht ihr euch ausreichend finanziert durch das Land oder durch wen werdet ihr finanziert? Ich weiß nicht, wer anfangen will, vielleicht Norbert mal, der hat noch nicht angefangen. Ja, genau.
sehen wir uns ausreichend finanziert? Also wir werden finanziert vom Freistaat aktuell zu 95%, also 95% Förderung, 5% Eigenmittelanteil. Das ist bei einem aktuellen Gesamtvolumen von roundabout 370.000 Euro. Das sind 5% auch nicht so wenig. Und wir sagen auch immer, Jugendbeteiligung ist nicht sonderlich gut dazu geeignet, Eigenmittel einzuspielen. Aber Vorschrift ist Vorschrift. Ja, wie ist dem Thema? Ich glaube, ich habe die erste Frage schon vergessen. Ja, letztlich frage, wie es geht, aber lass mal, Finanzierung reicht, ich frage dann weiter. Okay, gut. Dann macht Benjamin einfach weiter. Das ist natürlich immer zu wenig, aber es ist finanziert vom Land, auch ich glaube zu 98% und mehr. Also wir müssen ein bisschen unterscheiden, die Stelle selber sind so 2,5 Stellen, aber wir reichen ja auch Mittel weiter an die Pilotkommunen. Also wenn wir die noch dazu nehmen, dann sind das so nochmal, vielleicht nochmal so 2,5 Stellen wahrscheinlich insgesamt gesehen. Also es bleibt ja nicht alles in der Koordinierungsstelle. Dominik? Bei uns werden sozusagen mit den beiden Bereichen, auch HZE und unser Bereich, 4,5 Personalstellen gefördert. In dem Rahmen ist das ausreichend. Wir sind aber sozusagen im Jugendministerium, im Landesjugendplan und auch dort gab es schon die Frage mit Eigenanteil. Da sehe ich uns aber eher in der institutionellen Förderung tatsächlich, weil ich das auch schwierig finde, sozusagen da Mittel einzuwerben. Ansonsten stehen wir eigentlich noch im Koalitionsvertrag mit einem Ausbau, der eigentlich dringend notwendig ist. Das ist jetzt so ein bisschen nach hinten gerutscht aufgrund der Corona-Situation und den zu erwartenden Steuereinnahmen. Aber ich denke mal, dass es dort, sag ich mal, wenn das alles ein bisschen durch ist, auch die Möglichkeit gibt, nochmal aufzustocken. Und wir haben auch im HZE-Bereich auf jeden Fall sehr viel mehr Bedarf, als was jetzt gerade finanziert wird. Also ich fasse mal zusammen, es gibt eine erstmal auskömmliche Grundfinanzierung. Ein wichtiges Thema ist die Frage Eigenanteil. Ich glaube, beim Landeszentrum diskutieren wir das immer beim den Teilnehmerbeiträgen und ähnlichen Dingen sozusagen, die das Land erwartet als Gegenleistung. Was ja auch immer so eine Frage ist, wer kann sich dann was leisten, wie viel sollte es sein? Und ihr sagt, es gibt Bedarf, aber keiner von euch hat gesagt, er braucht jetzt ganz dringend mehr Stellen. Das nehme ich auch schon mal mit. Also wenn es so weitergeht, wäre erstmal auch in Ordnung, ja? Ja, ich glaube, da lohnt es. Dominik? Naja, ich würde sagen, wir sind mit der aktuellen Pandemiesituation zufrieden, dass wir im Status quo bleiben. Also die Aufstockung war auf jeden Fall vorgesehen. Und da warten wir natürlich drauf, aber jetzt sind wir sozusagen froh, dass nicht schon von vornherein gesagt wird, dass da jetzt der Rotstift irgendwie angesetzt wird, was unseren Bereich anbelangt. Und übrigens bei der Jugendarbeit ist es auch nicht vorgesehen. Genau, da würde ich anschließen. Also das ist auch bei uns das Credo, diese große Unsicherheit, wie geht das nächstes Jahr weiter? Und dort aber auch, dass über die Flure, die politischen Flure wohl die Prämisse huscht, die Personalstellen zu erhalten. Es kann sein, dass Sachkon wenig. Ja, jetzt höre ich Norbert nicht mehr. Nicht mehr zu hören? Nee, jetzt redet jetzt wieder. Probier es nochmal. Meine Internet ist instabil. Warum denn das? Es ist WLAN. Ich bin noch nicht im ländlichen Raum. Genau, also dieses, ich weiß nicht, denn ich wiederhole es nochmal kurz, also auch bei uns die Frage, wie geht es nach Corona weiter, ist jetzt auch, dass die Prämisse ausgegeben wird, definitiv die Personalstellen halten zu wollen und gegebenenfalls bei Sachkosten Mittel, die für Veranstaltungen zur Verfügung stehen, zu kürzen. Aber weil wir die Frage hatten, nicht mehr Personal in der Servicestelle wünsche ich mir, aber es braucht Personal in den Kommunen und in den Landkreisen. Es braucht Leute, die für uns das Thema multiplizieren, transportieren in die Kommunen und Landkreise. Also ich habe kein Interesse daran, weiter zu wachsen als Servicestelle, weil da gibt es durchaus auch Vorbehalte, das nächste große Landesprojekt und dann kommen die aus Dresden, blablabla. Sondern es braucht eine Stärkung der Strukturen, so im Sinne vielleicht kommunaler Kinder- und Jugendbeauftragte. Also Ansprechpartner für uns in den Landkreisen und Kommunen, mit denen wir wiederum zusammenarbeiten. Also so möchte ich das, es braucht nicht mehr Stellen, möchte ich nur auf uns als Projekt beziehen, nicht unbedingt auf die anderen Akteure im Land. Da sehe ich großes Nicken.
Gibt es, Benni will was dazu sagen. Ich würde das nochmal unterstreichen, bevor das auch jetzt, bevor ich jetzt sage, nee, ist alles blenden. Also ich würde nochmal unterstreichen, was ich vorhin gesagt habe. Wenn mit mehr Mitteln kannst du halt mehr machen. Ne? Also wenn wir, sag ich mal, es wäre auch schön, noch mehr Pilotkommunen zum Beispiel fördern zu können. Und je nachdem, wie viel mehr das sind, bräuchte es dann aber auch irgendwann wieder eine Beratungsstelle dann im Landeszentrum, weil sonst können wir das nicht gut begleiten. Ja? Also selbstverständlich, wenn da mehr geht, dann passiert auch mehr und dann. Ja, wir wollen uns ja eigentlich selber abschaffen, sodass das was ganz Normales ist, Kinder- und Jugendbeteiligung in den Kommunen und es da kein Landeszentrum mehr braucht oder nur noch marginalst. Aber das würde dann natürlich schneller gehen, würde nur 20 Jahre dauern vielleicht. Genau. Ich muss bei uns auch noch ergänzen, es gibt noch zwei weitere Elemente, die vielleicht wichtig sind. Zum einen werden wir unterstützt durch freiberufliche Berater und Beraterinnen, die über ein Förderprogramm des Jugendministeriums sozusagen über die Jugendämter dann den Kommunen zur Verfügung gestellt werden, wo es explizit sozusagen einen Bereich für Jugendbeteiligung und Beteiligungsprozesse gibt. Und dann gibt es ja sozusagen noch den Länderfonds Brandenburg. Das sind auch Mittel, die das Land über das Deutsche Kinderhilfswerk sozusagen an kommunale Prozesse nochmal verteilt. Und es gibt inzwischen immer mehr Landkreise und Kommunen, die sozusagen Ressourcen zur Verfügung stellen. Aber also natürlich würde ich da dem Benjamin auch beipflichten zu sagen, das muss mehr werden, um das wirklich strukturell auch zu verankern und sozusagen auch vor Ort Ansprechpartner zu haben. Das ist ja ganz toll, dass wir mit Katrin Theker haben wir eine Kinder- und Jugendbeauftragte aus Magdeburg dabei. Das wäre also schon eine kreisfreie Stadt. Hier in der Runde können wir vielleicht nach den Breakout-Sessions auch noch mal kurz hören, wie das ist. Ich nehme das mal mit, dass wir eigentlich noch mal sozusagen die Verankerung im ländlichen Raum oder in den Räumen überhaupt, also Städten wie im Land bräuchten und dass es da sozusagen noch Nachholbedarf gibt und dass das sozusagen eine Frage wäre, wie man das aufbaut, ob das kommunale Finanzierung ist, ob es andere Anschubfinanzierung geben könnte. So viel vielleicht erstmal zum Geld. Jetzt ist natürlich die Frage, bewirkt denn das irgendwas, was da die Jugendlichen machen? Also ich fange erstmal mit einer formalen Frage an. Wie ist denn die rechtliche Verankerung im Land? Was passiert denn, wenn, ich sag mal, ihr qualifiziert Jugendmitarbeiter, Partizipationscoaches oder Beteiligungsmoderatoren, die stoßen jetzt was an, die haben Jugendliche, die was machen wollen, wie sind denn die rechtlichen Möglichkeiten, das umzusetzen in den Bundesländern? Ich weiß nicht, wer anfangen will, Dominik mal? Ja, kann ich gerne machen. In Brandenburg gibt es seit 2 Jahren den sogenannten Paragraph 18a der Brandenburger Kommunalverfassung, der sozusagen die Kommunen, aber auch die Landkreise verpflichtet, Kinder und Jugendliche bei allen sie berührenden Gemeindeangelegenheiten auch zu beteiligen. Daraus lässt sich, und das haben wir prüfen lassen, sogar ein individueller Rechtsanspruch eines Kindes, eines Jugendlichen ableiten. Die Frage ist aber, ob der durchsetzbar ist. Und da wird dann doch sehr deutlich, dass es eigentlich eher ein zahnloser Tiger ist an der Stelle und es weiter halt vom Willen abhängig ist. Das hat was damit zu tun, dass natürlich, das glaube ich, erstens nicht sinnvoll ist, sich über, sage ich mal, Juristen dann sozusagen Beteiligungsrechte zu erklagen in der Kommune, sondern das passiert besser im Dialog. Das sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das Zweite ist, dass natürlich Minderjährige Rechte über ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten einklagen müssten. Das ist schon mal die nächste Hürde. Und das Dritte ist, dass sozusagen nur ein Rechtsanspruch auf irgendeine Form der Beteiligung besteht. Das heißt im Klartext, wenn sich eine Kommune das einfach machen will, dann bietet der Bürgermeister einmal im Jahr eine Kindersprechstunde Samstagvormittag an. Damit haben sie Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte und wenn dann keiner kommt, dann ist es so und wenn die Ergebnisse nicht berücksichtigt werden, dann ist es halt auch so. Also es hängt weiterhin natürlich vom Willen und Wollen und der Einstellung auch sehr stark ab und von lokalen Netzwerken und Akteuren, die sozusagen diese Rechte dann auch helfen, umzusetzen und durchzusetzen. Aber also einklagbar ist das im Wesentlichen nicht. Das hat natürlich auch den Vorteil, das muss man auch sagen, dass umgekehrt, das war tatsächlich auch die Sorge einiger Kommunen, diese Beteiligungsrechte dann instrumentalisiert werden, um zum Beispiel Bauvorhaben oder Planungsvorhaben zu torpedieren. Und dort einfach Kinder missbraucht werden, sage ich mal, in dem Falle, damit Eltern sozusagen ihren Willen bekommen. Und an der Stelle ist es natürlich auch sinnvoll, dass Beteiligung dort keine aufschiebende Wirkung hat,
ähnliche Sachen. Aber genau, wir sind zwar, letzter Satz dazu, bundesweit auch mit der kommunalrechtlichen Regelung in Brandenburg ganz vorne mit dabei, weil wir auch die verpflichtende Beteiligung auf der Kreisebene haben. Aber letztendlich hängt es doch vom Willen und den Konzepten vor Ort ab, wie das umgesetzt werden kann. Und das könnte man natürlich auch ohne gesetzliche Grundlage machen. Ja, vielleicht kann ich da gut anknüpfen, Benni, wenn du gestattest. Die Frage nach der rechtlichen Verankerung, also auf der formalen Ebene haben wir es auch in Sachsen seit dem 01.01.2018, eine Sollbestimmung. Also Kommunen und Landkreise sollen junge Menschen in angemessener Art und Weise an Vorhaben beteiligen, die ihre Lebenswelt betreffen. Und das ist ganz witzig, also nicht im Sinne von lustig, aber ich hatte gestern die jugendpolitische Sprecherin der Linken zu Gast und wir haben genau auch über diese Frage gesprochen, wie lässt sich denn das Thema stärken, noch durch eine schärfere Formulierung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Und da war auch Brandenburg im Gespräch sozusagen mit einer sehr verbindlichen Regelung von der juristischen Wirkung her. Und wir waren uns dann aber einig, dass es weniger darum geht, jetzt die rechtlichen Daumenschrauben anzuziehen, sondern eher diesen politischen Willen zu formulieren. Also ich glaube, die Sollbestimmung ist ganz gut. Und dann aber Rahmenbedingungen zu ermöglichen, die es auch erlauben, diesen politischen Willen auch umzusetzen. Das ist eher so dieses Missverhältnis, das wir in Sachsen so ein bisschen wahrnehmen. Also wir haben das Thema politisch sehr hoch angebunden. Es steht in Koalitionsverträgen, in Eckpunktepapieren, in sächsischen Kinder- und Jugendberichten drin. Und wir haben aber, und jetzt auch in der Sollbestimmung seit 2 Jahren, und wir haben aber auf der anderen Seite Rahmenbedingungen für Akteure vor Ort, freie Träger, Mitarbeiterinnen in Verwaltung. Das betrifft öffentliche wie freie Träger genauso, dass die Ressourcen, die dafür zur Verfügung stehen, in erster Linie personell nicht im Ansatz adäquat sind. Also die werden diesem politischen Willen nicht gerecht. Und eher an diesem Missverhältnis zu arbeiten, in dem Sinne, dass man Rahmenbedingungen für Akteure vor Ort verbessert und nicht die rechtlichen Daumenschrauben anzieht, das ist in Sachsen so ein bisschen der Sprech. Und jetzt von mir auch letzter Satz, wir sind auch in einem regen Austausch mit dem Städte- und Gemeindetag und die reagieren, naja, naturgemäß allergisch darauf, wenn der Landtag im Grunde Dinge in die Kommunalverfassung packt, was ja wenig überraschend, was hat der Kollege so schön gesagt, die heilige Kuh der Städte und Landkreise ist, weil eben dort auch so eine Art sozusagen dieses unterstellte Misstrauen, so nach dem Motto, traut ihr uns nicht zu, dass wir das im Blick haben. Und das Zweite ist auch das, was Dominik sagt, und das hat mich überrascht, in der Tat auch diese Befürchtung, dass dann Jugendbeteiligung als Vehikel genutzt werden kann, Entscheidungen demokratisch legitimierter kommunalpolitischer Gremien auszuhebeln. Also das ist in der Tat ein Gespenst, was umgeht, wo ich nicht weiß, wo es herkommt. Das ist in Sachsen noch nie passiert, aber die Befürchtung gibt es und die war total stark. Also das wurde als eines neben mehreren Argumenten gleichberechtigt angeführt und das hat uns wieder gezeigt, wie wichtig das ist, auch mit Leuten im Gespräch zu sein, die dem Thema kritisch gegenüberstehen. Der sagt, ich habe nichts gegen Jugendbeteiligung, aber die Frage ist, ob es dem Thema nutzt, wenn man es den Leuten ins Stammbuch diktiert, so nach dem Motto friss oder stirb. Um das mal ein bisschen überspitzt und flapsig zu formulieren. Ein Satz dazu, also ich habe eine Vermutung, es kommt natürlich aus der kommunalen Erfahrung mit dem Reichsbürgertum. Also das dürfen wir tatsächlich nicht unterschätzen, was gerade im ländlichen Raum ja sehr massiv zugenommen hat als Problem. Also im städtischen Raum ist es weniger das Problem, dort sind die Verwaltungen größer, dort ist es klarer geregelt, wofür zuständig ist. Und es gibt natürlich da auch besser qualifizierte Mitarbeitende, sage ich mal. Und wenn aber so ein Reichsbürger, sage ich jetzt mal, im Amt dort in die Verwaltung kommt und Rabatz macht, ist das tatsächlich ein Bedrohungspotenzial, was, ich will jetzt nicht sagen alltäglich ist, aber was jeder fast schon mal erlebt hat dort. Und, genau, Anna Grebe meldet sich. Eigentlich wollte ich erst noch die Breakout-Sessions machen. Magst du, vielleicht nimmst du das einfach mit in die Breakout-Sessions, also gib Benjamin noch eine Chance dazu zu antworten und machen dann gleich die Breakout-Session und kommen dann nochmal in großer Runde in Diskussion. Okay, ich kann aber auch noch warten. Die Frage war ja schon noch sozusagen, wie die rechtliche Verankerung in Sachsen-Anhalt ist. Das war der Punkt, da wäre gut, wenn du dazu noch was sagst. Ja, genau, die rechtliche Verankerung ist seit 2018 hat die sich geändert. Da hat Sachsen-Anhalt den Paragraphen 80 im Kommunalverfassungsgesetz eingeführt. Der ist auch so eine Sollbestimmung.
Also sozusagen die Kommunen sollen Kinder und Jugendliche bei Planung, Vorhaben in angemessener Weise beteiligen und hierzu geeignete Verfahren entwickeln. Ich glaube, das hat in dem Sinne nochmal geholfen, als dass, also andere Sachen gab es auch schon, ne? Wir betonen die auch immer, also Kinderrechtskonventionen, sowieso dieser Anspruch, aber auch Sachen wie Baugesetzbuch, Sozialgesetzbuch etc., auch in der Kommunalverfassung gab es schon einzelne Sachen, die jetzt damit nochmal geschärft wurden sozusagen, also das betonen wir auch immer. Ich denke, dass es auf Landesebene, habe ich das Gefühl, größtenteils gewollt ist, also damit, wenn wir jetzt auf den Stand auch noch gehen, ja, weil sonst wäre es auch nicht in einem Koalitionsvertrag, sonst gäbe es auch so ein Landeszentrum Jugend und Kommune nicht. Da kann aber Michael Bär vielleicht auch nochmal gut ergänzen. Und in den Kommunen ist es halt unterschiedlich. Wir haben schon das Gefühl, dass das sich, und wir alle machen ja Kinder- und Jugendbeteiligung nicht erst seit gestern, dass sich das in den letzten 10 Jahren, sage ich mal, sehr gewandelt hat. Also es gibt immer noch Kommunen, glaube ich, da steht das jetzt nicht ganz oben auf der Agenda, aber irgendwie hat man auch schon mal davon gehört und es wird auch nicht mehr als was total Verrücktes betrachtet. Im Gegenteil, auch dadurch, dass sich dieser Paragraph dort geändert hat, erleben wir, dass zunehmend Kommunen sich da ernsthafte Gedanken drüber machen und dann halt die Frage stellen, ja, wie machen wir das jetzt eigentlich? Und dann ganz dankbar sind, wenn es befähigte Leute gibt, die sozusagen sie da beraten können. Okay, dankeschön. Erstmal bis hierhin. Mich würde jetzt noch mal interessieren, wie wirksam das dann ist, weil habt ihr ja kritisch auch schon beleuchtet, habt ihr jetzt vielleicht auch gar nicht den Blick, aber eigentlich ist ja die spannende Frage, erleben Jugendliche dadurch wirklich Beteiligung? Also ich komme jetzt aus der politischen Bildung, mich bewegt das immer, ist das eine Möglichkeit, Selbstwirksamkeit zu erfahren? Ist es auch eine Möglichkeit, Politik kennenzulernen und eigene Interessen durchzusetzen?